wie die Zeit vergeht. Ein Jahr lang durften wir Sie mit unserer Informationssendung Los und Schauk zu 13 Themenblöcken, jeweils mit 4 Sendungen, mit hochkarätiger Besetzung informieren. Mein heutiger Gast zum Abschluss ist noch einmal Herr Universitätsprofessor Dr. Florian Deisenhammer. Wo sehen Sie persönlich in naher oder in ferner Zukunft die Diagnose Multiple Sklerose? Also in näherer Zukunft die Diagnose, da werden wir ungefähr dabei bleiben, was wir jetzt haben. Es gab ja schon eine Revision der diagnostischen Kriterien 2017, die letzte. Und diese Revision ist deswegen notwendig geworden, kurz nach der davorigen, die im 2011er Jahr rausgekommen ist, weil in der Vorversion der Einfluss der Magnetresonanztomographie in der Diagnostik etwas überschätzt wurde und gleichzeitig die Liquor-Diagnostik rausgeflogen ist aus den diagnostischen Kriterien. War also nicht mehr notwendig, eine Liquor-Untersuchung zu machen, um offiziell sozusagen die Diagnose zu stellen. Das Problem war die Überbewertung von Magnetresonanztomographie, weil dort natürlich, also wenn Sie mich jetzt ins Magnetresonanztomographiegerät reinlegen, werden Sie sicher irgendwas finden, was nicht normal ist. Weil in der Magnet ist so sensitiv die Methode, die findet bei jedem irgendwas. Und wenn Sie mit sowas nicht vernünftig umgehen können und in einen richtigen Kontext bringen, dann verleitet es sehr stark zu diagnostischer Überbewertung. Und das ist tatsächlich passiert mit dieser Vorversion, dass sehr viele Fehldiagnosen MS entstanden sind, sprich Diagnosen gestellt wurden, die gar nicht stimmen. Also von Leuten, die nicht MS haben, weil ein paar so Punkte, wie soll man sagen, in der Magnetresonanz aufgetaucht sind. Und deswegen wurde die Liquor-Diagnostik wieder eingeführt, die Kriterien für die Magnetresonanztomographie etwas strikter wieder gestellt, sodass man da wieder zuverlässiger die Diagnose stellen kann. Was in naher Zukunft passieren wird, ist, dass die Liquor-Diagnostik vereinfacht wird, methodisch. Das habe ich vorher kurz erwähnt, da waren wir auch beteiligt hier, indem diese Entzündung im Liquor mit wesentlich einfacheren und objektiveren Methoden dann festgestellt werden kann. Da sind wir schon so weit, da geht es jetzt wirklich nur darum, das noch einzubringen in die Diagnostik. Und da bin ich relativ zuversichtlich, dass das passieren wird bei der nächsten Revision der diagnostischen Kriterien, dass zumindest dieser technische Aspekt der Liquor-Untersuchung mit einfließen wird. Auf lange Sicht, das ist wahnsinnig schwer zu sagen, wie sehr dann neuere Methoden, andere Diagnostik, Blutuntersuchungen, ohne dass man jetzt den Liquor untersucht, sprich das Nervenwasser entnehmen muss, weil man diese Punktion da machen muss, die ein bisschen lästig ist. Eine Blutuntersuchung ist einfach einfacher, da wird auch sehr viel gemacht, ob man nicht in Blutdiagnostik betreiben kann, zu unterstützen, weil die Diagnostik ist ja nach wie vor das Erste ist, Patienten müssen die typischen Symptome haben für MS, bevor man überhaupt daran denkt, weiterzumachen. Das ist ja überhaupt das Prinzip in der Diagnostik. Zuerst muss ein Verdacht bestehen und dann bestätigt man den Verdacht oder unterstützt den Verdacht durch entsprechende apparative oder technische Diagnostik. Das kommt immer nachher. Das muss man einmal erwähnen, weil ja das jetzt gerade aktuell in der Corona-Zeit wurde das ja wieder vergessen. Da wurde ja ständig irgendwas als Test hergenommen, ohne dass die Menschen irgendwelche Beschwerden gehabt haben und dann sind Diagnosen gestellt worden, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen oder nicht. Also das ist das Grundprinzip in der Medizin. Zuerst muss ein Verdacht bestehen, nach klinischer, und dann macht man die Diagnostik. Also lange Sicht traue ich mir wirklich keine Vorhersagen zu machen, aber was viel versucht wird, ist, im Blut die Diagnostik zu unterstützen und möglicherweise kommt man da weiter. Das ist schon denkbar. In der Magnetresonanztomographie, da wird die Methode selbst immer ein bisschen sensitiver durch die stärkeren Magnetfelder, die dann immer besser anwendbar sind in der
auch in der normalen Diagnostik und nicht nur in der Forschung. Und woran auch immer wieder gearbeitet wird, ist, gibt es nicht noch andere typische Veränderungen in der Magnetresonanztomographie, die man dann unterstützend für die Diagnose hernehmen kann, beziehungsweise für die Differentialdiagnose, also andere entzündliche Erkrankungen im Nervensystem, die ähnlich sind wie MS, aber eben nicht wie MS oder nicht MS sind und auch anders behandelt werden müssen. Da gibt es ja auch immer wieder so Grenzfälle, wo man dann schon besser werden kann in der Diskrimination. Das wäre so meine Einschätzung. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für die vielen Informationen bedanken. Es hat uns gefreut, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Danke. Vielen Dank.